So, meine Freunde, wir kommen zum nächsten Part von Twilight Princess. Wir haben letztens uns hier hochgekämpft an den Goronen vorbei. Und jetzt gehen wir hier rein. Und jetzt haben wir hier voll die Sequenz. Jetzt muss ich wahrscheinlich erstmal eine Runde ringen. Oh, shit. Schluss jetzt. Hey. Also, ich gegen Goronen ringen. Dieser Kerl ist sowas von stark. Gegen den habt ihr nicht mal alle zusammen eine Chance. Ich bin einer der Ältesten der Goronen. Man nennt mich Don Corone. Wenn das mal nicht von Don Corleone abgeleitet ist. Zurzeit führe ich an der Stelle unseres Oberhaupts Grogor die Goronen an. Kommst aus dem Dorf am Fuß des Berges? Dass du es bisher geschafft hast, eine beeindruckende Leistung für einen Menschen. Aber hier beginnt der für unser Volk heilige Ort. Wir können nicht zulassen, dass Fremde ihn entweihen. Da grinst er erstmal. Wenn du unbedingt hier durch willst, musst du mich schon im Kampf besiegen. Willst du das wagen? Na klar, Morsumo. Sumo! Ah, jetzt habe ich meine normalen Klamotten an. Okay. Steuerung habe ich im Kopf. Das ist auch so ein kleines bisschen größer. What the fuck? So kann das ja nicht werden, du schmächtig wie du bist, bist du viel zu leicht. Du hast von Anfang an keine Chance. Versuche es später nochmal. Okay, also muss ich die Stiefel anziehen. Gut. Der haut mich erstmal einen hohen Bogen raus. Oh, was gibt's? Willst du nochmal kämpfen? Ich will kämpfen. Du lernst es wohl nie. Na gut, dann kämpfe ich mit dir. So, jetzt habe ich auch die Stiefel an. Hanocherino! Ausweichen, Punch. Hör auf, dich zur Seite zu bewegen. Oh, geht. Oh, shit. Oh, shit. Hua, hua, hua. Morsumo. Ich bin eh Honda. Und da weiche ich mir mal aus beim zweiten Mal. Das ist kacke. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. No. Da weiche ich mir mal aus. Ich hab das mit dem Ausweichen noch nicht so ganz raus. Puh, mutig bist du ja, aber mehr steckt auch nicht dahinter. Versuche später nochmal. Hier, gleich nochmal. Na klar. Fight! Round 1. Fight! Monocherino! Da weicht mir mal aus, der Sack. Am besten immer so drehen. Beste Taktik. Nicht. Stopp. Raus mit dir jetzt. Na 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 na. Und raus mit dir. Hua! Tada! Alle Achtung, du bist gar nicht schlecht. Link wins. Fatality. Soll ich das was verraten? Du hast es sicher schon bemerkt, oder? Unser Berg spuckt unaufhörlich Feuer. Als es uns vier Ältesten zum ersten Mal auffiel, haben wir uns gleich mit unserem Oberhaupt Grogor die Sache angesehen. Wir mussten doch den kostbaren Schatz retten, den uns die Lichtgeister anvertraut hatten. Grogor wollte ihn
an sich nehmen, aber gleich nachdem er den Schatz berührt hatte, wurde er in eine widerliche, abnorme Kreatur verwandelt. Dann fing er an, willkürlich herumzutoben. Er war völlig verwirrt, und die Vulkanausbrüche wurden noch viel schlimmer als zuvor. Mit äußerster Kraftanstrengung haben wir ihn im Innersten des Berges eingekerkert. Es ist beschämend, das zu sagen, aber mehr konnten wir einfach nicht tun. Bitte, du musst Groger helfen. Sicher waren es die Lichtgeister, die sich die dich hergeführt haben. Absolut. Ich, Don Corone, bitte dich in aller Demut, unserem Volk zu helfen. Ihr, lasst den Jungen passieren. Dämm ausweichen. Ich würde meine, die Stiefel können wir ausmachen und auf Richtung Le Zweiter Tempel. So, wo sind wir jetzt? Mine der Goronen. Dum, 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 dum. Okay, von da bin ich gekommen. Hier haben wir Kisten. Und da geht's runter. Na, schauen wir doch mal, wie wir uns im zweiten Tempel anstellen. Ja, ich hüpfe erstmal hier längs. Ich weiß nicht, ob ich darüber hüpfen kann, wenn das weg ist. Schauen wir mal. Ja, schaffe ich. Was haben wir hier? Hier ist Holz. Das kann ich bestimmt wegschlagen, dachte ich mir. Ich habe das Gefühl, mit dem Schalter kann ich das wegmachen. So, jetzt kommt da Lava raus, oder was? Weiß nicht, ob das Schaden macht. Wird man gleich sehen. Weiß nicht, ob der Schaden überhaupt was gebracht hat. Also mal gucken, ob das aufhört zu boosten. Sieht nicht danach aus. Ach so, jetzt habe ich das verstanden. Moment. Der Schalter sorgt dafür, dass das aufhört zu boosten. So, jetzt hier durch. Und GG. Sag das doch. So, damit komme ich hier nicht weiter. Das ist... Ach, hier ist noch ein Schalter. Ich wollte schon sagen. Das wäre sonst doof. Oh, jetzt muss ich aber Gas geben. Okay. Ich würde meinen, gehen wir mal hier hoch. Gucken wir mal, was hier ist. Vielleicht ist hier was Cooles. Truhen, Truhen, Truhen. Kann ich hier hochklettern? Nö. Gut, dann komme ich hier erstmal nicht weiter. Dann springe ich da direkt in die Lava. Darüber komme ich nicht. Ich muss da hoch. Aber was bringt mir das? Enterhaken habe ich nicht. Ich habe eine Schleuder, ich habe den Bogen. Und was soll das bringen? Wenn ich wieder da... Ich meine, da komme ich wieder zurück dahin. Ja. Das mag sein. Aber das bringt mir doch nichts, oder? Oder ich komme ja halt einfach noch nicht lang. Gibt es hier noch einen anderen Weg? Auf der anderen Seite vielleicht lang. Hört bei dem Schalter auch das da drüben auf? Nö. Okay. Weiß nicht, ob das was bringt. Das war knapp. Wo komme ich da jetzt lang am besten? Ah! I think... Ui! Da hat es mich so ein bisschen in die Lava geschossen. Das ist vielleicht nicht so cool. Und wenn dir das so 2,25 Hertz abzieht. So, Feuer, geh weg. Okay, da komme ich auch nur hier hin. Da kann ich nicht hoch. Ich muss da lang. Der ist noch der Weg. Na gut, dass ich die Eisenstiefel hab. Zack! Unten durch.
Okay. Irgendwas ist da in der Lava drin. Das, was mir nicht gefällt. Irgendwas ist da in der Lava, was mir nicht gefällt. Auf jeden Fall habe ich jetzt da den Weg herausgefunden. Ich denke mal, das sollte man so machen. I'm not sure about that. Das Vieh brennt, deswegen werde ich das erstmal ein bisschen löschen, würde ich meinen. Und dann hau ich's, dann stirbt's und GG. Erstmal Vasen zu hauen, eventuell sind da ein paar Herzen drin. Ja, wenn so die Hälfte Herzen fehlt, ist das nicht so cool. Okay, Truhe. Robina, sehr schön. So, jetzt bin ich hier. Ja. Bringt mir das irgendwas? Nee, aber ich kann darüber hüpfen. So, jetzt hockt da drüben wieder so ein Feuervieh. Da drüben scheint auch ein Schalter zu sein. Weiß nicht, ob ich die Viecher so hauen kann, deswegen denke ich mal, machen wir sie erst trocken. So, geh weg. Fängs. So, das lässt da das Feuer ausmachen. Und los. Vielleicht bin ich auch zu langsam dafür. Natürlich kommt da jetzt so eine scheiß Schnecke runter. Screw you. Die hat jetzt verkackt. Schnecke, du hast verkackt. Geh weg. Jetzt muss ich da nochmal zurück. Tolle Wurst. Warum kommt da jetzt so eine Schnecke von der Decke? Was ist da los? Schnecke von der Decke. Und los. Nein, hüpf. Nein, hüpf. Oh, shit. Okay. Das wäre geschafft. Dann ist nochmal so eine Schnecke. Das sieht nach einem Schalter aus. Und da habe ich die Tür geöffnet. Habe ich das richtig interpretiert? Interpretiert, Junge! Gut, noch mehr Schnecken. Nicht. Ein Herz. Oh, drei Schnecken. Oh, shit. Ich gehe einfach da rein. Ignorieren wir die Schnecken. So. Was haben wir hier? Das geht hoch. Ah. I see, I see. Ich glaube, ich weiß, wofür die Dinger gut sind. Oh, shit. Geht weg. Triple kill. Nee, nur ein Double kill. Bam. Ich würd mich erstmal jetzt hier gern die Karte aneignen. Nee, ist nur ein kleiner Schlüssel. Gut. Wird gemeint, hier sitzt die Karte, weil die Karte wird meistens immer genauso episch dargestellt wie das Dungeon-Item. Aber kleine Schlüssel sind auch in Ordnung. So. Dreht die sich eigentlich permanent? Ne, die warten immer eine Weile. Schlechte Idee! Gut, ich glaube, du verbrennst vorher, bevor du ertrinkst. Würde ich meinen. So, ich wollte mal halt mal zwei Herzen abziehen, weil das cool ist. Das ist hip, das ist cool, das macht Spaß. So, hier ist das dieses Ding, ja? Wenn ich das richtig sehe. Na? Und das sind die wahrscheinlich noch nicht an. Weil ich habe, glaube ich, gesagt, dass das magnetische Flächen sind und Eisenstiefel und anziehend und einmal drehen Blocks. Müsste ich. Wie schnell dreht... Was? Ja, bin ich tot jetzt. Das war's. Game over! Wann muss ich wieder anfangen? Wenn ich es jetzt gespeichert habe, oder... Link is le game over. Noch einmal. Na klar. Okay, ich dachte, da kommt man mit einmal rüber, aber nö. Gut, dann halt nicht. Dann warte ich halt. Da denkt man, man kann mit einmal rüber, aber nö. Lässt einen das Spiel nicht. So, hier brauchst du den kleinen Schlüssel.
den ich vorhin geholt habe. Ja, warum halt mal Lück Game Over? Happens. Obwohl ich bei Zelda-Spielen eigentlich immer nicht so gern Game Over gehe. Weil es meistens immer irgendwas Cooles gibt, wenn du es nicht, du schaffst nicht zu sterben, aber ist ja egal. Ist ja egal. So. Da liegt was. Rubin. So, was haben wir denn hier jetzt noch Schönes? Hier ist es Lava und alles. Und da sind Echsen. Was machen die? Achso, ich muss die am Schwanz angreifen. Das sind die Viecher. Okay, alles klar. Ich glaube, die explodieren. Ne, doch nicht. Gut. Das war auf jeden Fall bei... Dings so. Weiß nicht, ob es dieselben sind bei Ocarina of Time. Ne? Die Viecher ja explodiert, nachdem er sie getötet hat. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Steine untergehen. Nö. Okay. Bin noch mal warten. Ach, da ist gar keins. Okay. Nur gegen so ein Vieh kämpfen. Und stirb. Easy. Jetzt mache ich da volle Herzen. So, das ist nochmal so eine Echse. Die machen wir doch easy. Direkt am Schwanz erwischt. Und erwischt. Düdüdü. Heißt so viel wie die Gegner in diesem Raum sind besiegt. So, hier muss ich greifen mit R und ziehen. Zieh, Link, zieh! Und man merkt, dass ihm die Kraft ausgeht beim Ziehen. Okay, dann geh halt erst rein. Weiß jetzt nicht genau, was ich da machen muss, weil es sah nicht so aus, als ob ich da durchgepasst hätte. Ziehen wir einfach nochmal. Zieh. Passt gar nicht rein, hä? Was? Was bringt das dann, wenn ich das rausziehe? What? Hä? Was bringt mir das dann, wenn ich das rausziehe, bitte? Okay, mitten hat Hinweise für mich. Verdammt, der Weg ist ja schon wieder versperrt. Geht das nicht schneller? Vielleicht achtest du mal auf den Rhythmus, in dem die Feuersäulen löschen. Was? Ich bin mir nicht ganz sicher, was du mir sagen willst. Gehst du nicht schneller? Vielleicht achtest du mal auf den Rhythmus, in dem die Feuersäulen erlöschen. Ja, bin mir nicht ganz sicher, was du meinst. Kommt da nicht rein? Ah! Ich verstehe es nicht! Ah! I don't get it! I am too noob!
Vielleicht komme ich von der Seite da auch nicht weiter. I don't know. Ich verstehe auch nicht, was die Feuersäulen mit dem Ding zu tun haben sollen. Na gut, das überlegen wir uns im nächsten Part wieder. Würde ich meinen. Bis dahin und ciao, ciao.